Hallo meine Lieben, ja, viel zu lange ist es her, dass ich das letzte Video gedreht habe und Schande über mein Haupt. Ich muss sagen, es tut mir wirklich sehr, sehr leid und ich habe es auch wirklich richtig vermisst, aber es bat sich momentan einfach nicht an, da ich schon wieder Berufsschule hatte und da ja immer eine andere Stadt eier, sage ich mal, mit der Bahn und dann ist der Tag noch kürzer, als er schon ist, wenn man arbeitet und dann kommt der Haushalt und dann muss man das erledigen und dies und dann möchte man auch irgendwann mal die Füße hochlegen oder sich was zu essen kochen. Ja, und demnach sind jetzt schon einige Tage vergangen, dass das letzte Video von mir hochgeladen worden ist. Aber heute am Dienstag habe ich frei und habe gedacht, gut, das nutzt du jetzt und drehst heute mal, zumal meine Ecke mit aufgebrauchten Produkten tatsächlich am Überlaufen, am Platzen ist. Und das ist auch kein Wunder, weil wir haben jetzt auch schon inzwischen den, lass mich lügen, heute ist der 13. Boah, ich habe das Datum gar nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, ja, praktisch schon fast wieder die Hälfte vom Oktober. Und deswegen sind das natürlich noch mehr aufgebrauchte Produkte, die ich hier angesammelt habe. Und es sind tatsächlich so viele, dass ich das teile. Ihr guckt jetzt praktisch hiermit mein Beauty-Aufgebraucht-Video. Und das nächste, was ich hochladen werde, wird nur ein Video mit aufgebrauchten Haushaltsprodukten sein, weil viele das ja auch interessiert. Und das ist jetzt auch ganz gut für die, die sagen, nö, Haushalt interessiert mich gar nicht. Dann braucht ihr euch das nächste gar nicht anschauen. Also genau, freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr da reinschaut. Aber ja, ich trenne das sozusagen. So. Und ich fange jetzt direkt auch mal an. Ich habe hier wieder meine Kiste. Die ist bis oben hin voll. Und das sind halt nur die, ja, kosmetischen Beauty-Sachen. Und das ist schon jede Menge. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ja momentan auch am Aufbrauchen bin. Und wirklich viele Sachen, die ich auch schon länger rumstehen habe, wirklich aufbrauchen will. Um mal ein bisschen, ja, Struktur in meine Schminksammlung zu schaffen. Um wirklich echt mal Sachen leer zu machen. Und ja. Genau. Ich starte und zwar zeige ich euch zuallererst hier von Tempo. Das sind so neue Sachen, die praktisch rausgekommen sind, beziehungsweise in den DM. Ich weiß nicht, ob es die vorher schon gab. Das sind halt so Kosmetiktücher, die ich richtig schön finde. Die sind zwar teuer, ich meine, die kosten 1,65, fand die aber wirklich gut. Vierlagig, 80 Stück sind drin. Und was ich halt richtig schön fand, war dieses ansprechende Design, praktisch zum Herbst mit so Blättern drauf. Deswegen werde ich mir die auch auf jeden Fall nachkaufen. Und ich muss sagen, in anderthalb Monaten sind bei uns wirklich viele Sachen davon leer gegangen. Also nochmal zwei von Soft und Sicher. Man muss dazu auch sagen, die haben die überall in der Wohnung rumstehen. Und ja, dann wird es zu einem Zeitpunkt so, oder war es jetzt so, dass die dann alle leer gegangen sind praktisch. Ja, und dann habe ich hier noch zwei von Penny. Die fand ich auch ganz schön vom Design her. Sind aber halt, ich meine, ja, 90 Stück drin und die sind dreilagig. Genau. Ja, so viel dazu. Kosmetik-T-Shirt, Boxen findet ihr immer in meinen Aufgebrauch-Videos wieder. Die gehören da einfach rein. Und ja, dann machen wir mal weiter mit Reinigungstüchern. Und irgendwie hängen mir meine Haare heute im Gesicht. Und ja, ich habe heute meine Haare nicht gewaschen, weil ich sie gestern geglättet habe. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, die fühlen sich echt so viel griffiger und schöner an als sonst. Also ich bin ja momentan so ein bisschen mal ausprobieren, wie oft man ohne Waschen auskommt. Aber das nur nebenbei. Darum soll es nicht gehen. Ich habe zweimal Kosmetiktücher mit alle gemacht. Und zwar hier diese aus dieser Fresh Purple, nennt die sich, aus dieser Limited Edition schon wieder, wo die Box bei war, die super schön ist, weil die türkis ist und mir die Farbe unglaublich gut gefällt. Ich muss sagen, am Anfang fand ich den Geruch ziemlich ätzend. Also fand ich irgendwie so, irgendwie so alkohollastig und irgendwie überhaupt nicht schön. Wobei die ja an sich vom Design her sehr schön aussehen. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, habe jetzt noch eine halbe Packung hier. Und ja, wenn die aufgebraucht sind, dann ja, haben sie ihren Zweck erfüllt. Sie nehmen halt das Make-up runter und ja, das ist einfach Sinn und Zweck dieser Geschichte. Bei mir, ich benutze auch kein wasserfestes Make-up, deswegen ging das voll. Aber kommen wir zu einem Produkt, was ich nachkaufen werde, wenn die leer sind. Und zwar das, die Micellenreinigungstücher passen zum Micellenwasser jetzt von Garnier. Die schauen so aus. Und ich muss sagen, wirklich eine Top-Kaufempfehlung von mir an euch. Die finde ich klasse. Die kosten 1,95, sind also schon deutlich teurer als die von Balea jetzt generell. Aber ich, ohne Scheiß, ich habe noch nie so weiche Reinigungstücher an meiner Haut gefühlt. Also die machen wirklich einen Unterschied. Ja, die sind sehr gut feucht und ich mag die super gerne und werde die auf jeden Fall nachkaufen. So, dann kommen wir zu einer Sache, da kriege ich jetzt vielleicht oder würde ich ein paar Kommentare zu kriegen vielleicht, aber deswegen sage ich es vorweg.
bitte kein Hate in die Kommentare, weil ich was wegschmeiße. Aber hier ist, es handelt sich erstmal hier um dieses Cremebad Orchidee Mandelblüte, was eigentlich gut riecht. Ihr seht, da ist jetzt noch so minimal ein bisschen was drin, wo man bestimmt noch zwei, dreimal drin baden könnte. Aber wir haben dieses Bad original jetzt 10 Monate in unserem Haushalt. Also seitdem wir hier eingezogen sind, mein Freund und ich. Im Dezember sind das ja, oder ist es ja ein Jahr. Und es wird nicht alle. Ihr glaubt nicht, wie oft ich mich jetzt schon damit rasiert habe, meine Beine rasiert habe und alles, damit das endlich mal leer wird. Und aber ja, ich kann es nicht mehr riechen, ich kann es da nicht mehr sehen und total bescheuert ist. Geht nicht leer, auf Biegen und Brechen. Ich habe gebadet und gebadet und wie gesagt schon auch das als Duschgel genommen und ja, da ist jetzt halt noch ein bisschen was drin, aber ich mag nicht mehr. Es ist verschwenderisch, ja, ich weiß, also ihr braucht es mir nicht schreiben, aber sowas mache ich eigentlich auch gar nicht bis sehr, sehr selten und deswegen, ja, kommt es weg. Ist so. Ich kann es einfach nicht mehr riechen. Ja, so, dann haben wir ein Produkt von Glisskur, diese Sprühkuren. Die gibt es ja in zig Sorten. Ich muss sagen, die gelbe ist davon meine liebste allerdings. Hier ist jetzt noch ein bisschen drin. Das werde ich jetzt morgen nochmal benutzen, wenn ich Haare wasche oder halt übermorgen. Aber ich wollte es euch schon mal zeigen, weil ich es dann auch gleich wegschmeißen kann. Ich bin momentan so ein bisschen am Überlegen, ob ich sowas überhaupt erstmal nochmal wieder nachkaufen werde oder ob ich davon erstmal wieder runtergehe, sage ich mal. Weil, ja, also sie riechen halt für den Moment, ob ja das Cam wirklich jetzt besser ist, sei mal dahingestellt. Und ja, ich frage mich halt, was die für einen Sinn haben. So. Also ich habe sie früher immer benutzt, als ich Teenie war, dann Jahre nicht mehr, jetzt halt wieder eine Phase lang gehabt. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Benutzt ihr die viel? Merkt ihr bei euch was? Könnt ihr die Haare besser kämmen? Also ich mag sie oftmals oder benutze sie halt nur wegen dem Geruch irgendwie. Und ja, ich finde dann kann man es auch lassen irgendwie. Weiß auch nicht. So, dann habe ich mit meiner Lieblingsdusche von Balea derzeit alle gemacht. Vanille Kokos ist das. Würde ich immer wieder nachkaufen. Ich meine, ich habe auch noch ein Backup hier. Und Balea Duschen finde ich immer klasse. Dann noch eine Dusche. Die habe ich zusammen mit meinem Schatzi leer gemacht. Die Cream and Oil von Fahr mit Kakaobutter und Kokosöl. Ja, ein All-Time-Favorite. Habe ich schon so oft nachgekauft. Damals, als es die normalen Größen gab. Jetzt gibt es die ja in dieser Full-Size-Größe. Also in 400 ml praktisch. Das Full-Size, Full-Size ist Originalprodukt. Waren die anderen ja auch. Aber ne, ihr wisst, so eine Extra-Größe. Mein Freund hat das das erste Mal benutzt, jetzt letzten Monat, und meinte, wow, das ist ja Wahnsinn. Also er war total begeistert davon und seitdem haben wir es dann zusammen aufgebraucht. Also er fand das auch mega gut und ich liebe einfach diesen Geruch jetzt gerade auch für den Herbst, Winter, super schön. Dann sind alle gegangen, zwei Spülungen, einmal Today die Pflege-Repair-Spülung von Penny und einmal von Dove die tägliche Feuchtigkeitsspülung. Dove würde ich nachkaufen, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die von Penny würde ich jetzt nicht nachkaufen. Ich fand den Geruch damals so klasse, deswegen habe ich die auch gekauft. Und hier sind 300 ml drin, da können sich mal so manche Firmen von der Scheibe abschneiden, weil bei mir und bei längeren Haaren ist es oft so, dass die Spülung eher leer geht als das Shampoo. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Ich fand sie von der Wirkung her auch so gut, aber halt nicht so gut, dass ich sage, komm, ich kaufe sie nach. Deswegen, ja, ich habe sie mal getestet, habe mal die Erfahrung gesammelt, aber ich finde, es gibt schon bessere. Ja, genauso wie es auch besseres Mundwasser gibt. Ich habe jetzt hier einmal die Dontodent Fresh Variante. Mein Freund mag es gar nicht. Er sagt, bah, das schmeckt total nach so einer günstigen Mundspülung. Ist sie ja auch, aber ich dachte mir vielleicht mal als Alternative statt 3,95 € dafür ausgeben. Aber auch ich muss sagen, irgendwie war dieses frische Gefühl nicht so das, was es bei dieser, ich glaube, Odol hatten wir mal, Odol mit 3, was es da gebracht hat. Und ja, also würde ich auch nicht nachkaufen. Fand ich jetzt auch nicht so pralle. Aber gut, haben wir halt leer gemacht. Ja, dann ist mir noch ein Shampoo leer gegangen. Ihr seht, das ist wild und bunt gemischt bei mir bei Haarprodukten. Das von Balea, dieses Feuchtigkeitsshampoo für sich und Kokos. Absolute Kaufempfehlung für alle, die nicht viel Geld ausgeben wollen oder für alle, die sagen, ich möchte mal gerne ein neues Shampoo ausprobieren. Ich liebe diesen Geruch, wenn ihr Kokos mögt mit Pfirsich. Also ich, als es rausgekommen ist, als diese Pflege umgestellt worden ist, da bin ich ja total aus dem Häuschen gewesen und habe das nur benutzt. Und ja, jetzt habe ich schon wieder eins leer gemacht und würde es auch, Randale, würde es auch immer wieder nachkaufen. Genauso wie ich hier diese Spülung immer wieder nachkaufen würde. Ihr seht, das ist wirklich an Haarwaschprodukten alles dabei heute.
die Eurepair-Spülung, da habe ich ja auch schon etliche von leer gemacht mit dem Shampoo. Da hatte ich ja auch meine Phase, wo ich das nur benutzt habe, aber jetzt benutze ich es halt ab und zu mal. Und ja, würde ich auf jeden Fall auch nachkaufen und ist auch eine Kaufempfehlung von mir. Also die Balea-Shampoos, die sind echt für den Preis super. Kann ich eigentlich jedem empfehlen. Ja, dann zeige ich euch mal, machen wir weiter mit Bädern, mit Badezusätzen. Es ist ja jetzt die Zeit, Herbst kommt, da gehe ich sowieso häufiger baden. Und ich bin ein Mensch, ich liebe es zu baden. Und ja, da ist so einiges leer gegangen in den letzten anderthalb Monaten. Und zwar habe ich zwei von Dresdner Essenz leer gemacht. Das ist einmal das Frauenwohl mit Rosmarin und Orange. Gibt es leider nicht mehr, deswegen habe ich es auch hier reduziert bekommen gehabt, 75 Cent. War mit mein liebstes Bad aus dieser Reihe, aber ja, gibt es leider nicht mehr. Und deshalb kann ich es auch nicht mehr nachkaufen, also bei DM zumindest. Und dann habe ich hier nochmal dieses Wärme- und Erholungsbad, 5 Kräuter. Und ja, das war auch wirklich herrlich. Also das war richtig, weiß ich nicht, so intensiv durch die ätherischen Öle und richtig tiefenentspannt. Und ja, würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, war jetzt ein Pröbchen. Und ja, es gibt da jetzt auch so Flaschen von. Ich glaube, das ist auch das aus einer Flasche, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr schön. Dann hatte ich ja auch Vorrat gebunkert, diese Limited Edition von TTZ, das Sundowner. Und ja, mit Orange, Vanille und Goldschimmer. Sieht super schön orange mit Goldschimmer aus in der Badewanne. Also richtig so warm und total herrlich. Geruch auch top an sich, Bad von TTZ top, nur das einzige Blöde an der Sache, man kann es halt aktuell nicht mehr kaufen bei DM. Ja, ich habe jetzt glaube ich noch eins hier und dann habe ich auch kein Backup mehr davon, aber mein Gott, es kommen ja immer wieder neue Sachen raus. Also ich bin da jetzt auch nicht mehr so, dass ich wie früher, wobei da habe ich es auch nicht so doll gemacht, aber schon ein bisschen mehr, dass ich halt so viel gehortet habe, wenn was rausgegangen ist und ich ein Fan davon war, dann habe ich halt schon, ne, geguckt, dass ich noch 1, 2, 3 Backups habe. Einige machen das ja richtig intensiv, die kaufen dann ja 5, 10, 15 davon. So bin ich jetzt nicht, aber ich bin auch jetzt so, ich möchte einfach nicht mehr so viel doppelt horten. Also wie gesagt, ich bin am Aufbrauchen, es funktioniert auch gut und ich muss sagen, es befreit auch ungemein. Obwohl es ja alles Schätze sind, die man gerne hat, die man sich gern kauft und ich ja auch trotzdem weiterhin sammle. Aber ich finde immer so von Zeit zu Zeit muss man immer mal gucken und ne, man kauft es ja auch irgendwo, um es zu benutzen und aufzubrauchen. Und das finde ich halt immer wichtig, wenn man sammelt. Ja, aber ich schweife ab. Ihr merkt schon wieder, ich habe lange kein Video gemacht und dann habe ich immer einfach einen Brabbeldrang. Aber das ist gut, dass ich das Video jetzt praktisch teile und jetzt zum Beauty kommt, weil sonst hätten wir hier bestimmt eine Stunde zusammengesessen und ja, das wollen wir ja nicht. Also ich mache weiter mit dem Augen-Make-up-Entferner von Balea. Habe ich auch schon zigtausendmal gekauft, kaufe ich immer mal wieder nach. Derzeit habe ich von Garnier das Micellenreinigungswasser, werde ich auch immer nur noch nachkaufen und den erstmal nicht mehr, finde ich gut. Aber ich finde einfach, dass, ja, das von der, hat mein Freund jetzt auf keinen Schlüssel mit. Schon mal. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen, finde ich, dass das Micellenreinigungswasser auf jeden Fall einfach, man hat mehr davon drin praktisch. Ich glaube, es sind 400 Milliliter, lass mich nicht lügen. Also, und die kosten 5 Euro. Und ja, ich finde es besser vom Geruch her, dass man eine große Pulle zu Hause hat, dass man das nicht so oft nachkaufen muss. Und ja, deswegen werde ich das halt immer nachkaufen. So, dann haben wir von Alverde die Clear Waschcreme Heilerde für unreine Haut. Die habe ich euch auch schon in zahlreichen Videos immer wieder gezeigt. Die habe ich auch echt schon ganz, ganz oft nachgekauft. Ich weiß gar nicht, wie oft insgesamt. Also ich schwöre ja auf dieses Produkt und würde es auch immer wieder nachkaufen. Derzeit probiere ich ja gerade im Vergleich die Waschcreme von Nivea aus und muss sagen, ja, es ist zwar mehr drin und viele haben ja auch gesagt, wegen Tierversuchen und Co. Ja, also ich denke mal, dass ich auch nicht nur wegen den Tierversuchen generell hier drauf zurückgreifen werde, weil ich finde, dass die von Nivea, also ich rede von dieser Waschcreme in dieser rosanen Tube. So, ich musste mal gerade unterbrechen und ja, bin jetzt wieder da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich eben gesagt hatte zuletzt. Ich meine, es war halt im Vergleich zu diesem, praktisch, dass das von Nivea irgendwie halt schon reinigt, ist es auch halt reichhaltiger und demnach hat man so einen, nicht einen Ölfilm, aber man merkt schon so einen pflegenden Film auf der Haut und irgendwie mag ich das nicht. Also ich, es ist gut für sensible, trockene Haut so, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt, weil meine Haut nicht trocken ist.
Ja, und ich möchte einfach dieses reine Gefühl praktisch nach dem Gesicht waschen auf der Haut haben. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall besser. Ich muss sagen, das geht echt relativ schnell leer mit 100 Milliliter, auch wenn es halt fürs Gesicht ist und man nicht so viel nimmt. Aber ich wasche mein Gesicht halt morgens und abends logischerweise. Und ich finde, dann ist das nicht ganz so ergiebig. Aber es ist halt auch dann wieder Naturkosmetik, was natürlich besser ist. Und ja, dann gebe ich das Geld gerne dafür aus und werde dann auch bleiben. Also da hat man ein richtig schön gereinigtes Gefühl auf der Haut. Und ja, kann ich wirklich jedem von euch ans Herz legen. Genau, so viel dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dann mache ich mal weiter mit noch einem Bad. Und zwar habe ich hier noch von Balea das Luxury Red Love Badesalz. Das ist jetzt mit Kokos und Pfirsich. Sehr schöne Verpackung, muss ich dazu sagen, als das rauskam, auch mit diesen Duschgelen und. Also das war auch so ein Highlight, finde ich, von Balea. Sehr, sehr schön aufgemacht. Da gibt es ja noch eine andere Sorte zu. Ich gucke gerade, die habe ich hier jetzt nicht drin. Aber die fand ich auch sehr gut. Also riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Ich mische da immer noch was zu, was so ein bisschen schäumt, weil das halt Salz ist und demnach nicht so wirklich schäumt. Und ja, ich mag es halt, wenn die Wanne richtig schön schäumt. Also geht wahrscheinlich vielen von euch so. Ja, würde es aber aufgrund des Duftes nachkaufen. Und ich meine, die kosten ja auch nicht viel. Ich habe hier nochmal eins von Balea, auch so ein Salz. Und zwar ist das jetzt mit Kokos und Cassis-Duft. Da gilt genau das Gleiche. Also ich werde es in nächster Zeit wahrscheinlich erstmal nicht nachkaufen. Aber generell finde ich, um das so mit unterzumischen, es ist gut. Alleine, ja, wie gesagt, schäumt mir halt nicht. Also schäumt nicht und deswegen. Aber ja, genau. So, dann habe ich noch zwei Masken. Und zwar von Salthaus die Feuchtigkeitsmaske. Die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Zählt mit zu meinen Lieblingsmasken, weil sie wirklich ein super gepflegtes, angenehmes Hautgefühl danach macht. Und dann noch einmal die Sundance-Maske. Ich glaube, die hat mein Freund mal aufgebraucht, weil ich kann mich gar nicht daran erinnern. Oder hatte ich die mal? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ja, sind diese Sachen immer nicht schlecht. Ich kann mich daran ehrlich gesagt gar nicht erinnern, aber ich meine, so Balea Sundance Produkte sind ja eigentlich immer ganz gut. Demnach gehe ich davon aus, war es auch. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon wirklich lange her, dass wir das alles aufgebraucht haben. Und das eine oder andere kann da mal in Vergessenheit geraten. Ja, dann habe ich aufgebraucht von Glisskur hier diese Sofortkuren, Sofortintensivkur. Einmal die All Nutriv und dann einmal die Total Repair, also zweifache Ausführungen logischerweise. Ich muss sagen, ich finde die sehr, sehr gut. Kosten natürlich 95 Cent für ja, eine Anwendung, wobei man kann sie auch wieder verschließen. Das finde ich ganz cool. Die haben halt so eine so eine Kappe, die ihr dann umdrehen könnt und drauf machen könnt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und ja, würde ich auch immer wieder nachkaufen. Gerade die beiden Sorten finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und dann habe ich, meine Nase juckt gerade, habe ich zweimal Wattestäbchen aufgebraucht. Ja, die benutzen wir ja also sowohl um die Ohren, sag ich mal, nach dem Duschen zu trocknen und sauber zu machen, auch wenn man das ja nicht soll. Und halt viel zum Schminken und ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so einen Verschleiß hatte, aber ja, die Packungen sind hier drin. So, dann etwas, was jede Frau so einmal im Monat kriegt. Da ist auch was leer gegangen und zwar habe ich hier diese Maxi-Binden Normal von Yessa. Die habe ich halt für die Nacht benutzt, weil ich das irgendwie komfortabler finde. Würde ich mir auch nachkaufen, fand ich sehr, sehr gut. Und ja, gibt es nicht viel zu sagen, das, was Frau ebenso braucht. Neben Tampon, sage ich mal. Und ja, dann habe ich noch, was kann ich euch noch zeigen? Noch eine Haarkur. Und zwar die von Swiss Opal, die Kokos-Variante. Ich kaufe die irgendwie immer mal wieder nach, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt bessere. Ich weiß auch nicht, warum ich die immer wieder nachkaufe. Eigentlich nur wegen dem Duft. Ja, und einfach für dieses Pflegegefühl. Aber so richtig als Kur, ich weiß nicht. Also findet ihr die extrem gut oder habt ihr die, kauft ihr die oder sagt ihr, nö, sehe ich irgendwie auch so. Also ich weiß nicht, jetzt so aus dem Stegreif würde ich wieder sagen, nö, kaufe ich mir nicht nach. Kaufe ich lieber die von Glisskur oder ja, die von Balea zum Beispiel auch. Aus dieser blauen Feuchtigkeitsreihe mit Pfirsich, Kokos. Ja, würde ich jetzt so sagen. So, dann ist noch Zahnpasta leer gegangen. Und zwar habe ich mit meinem Freund aufgebraucht die Max White One Optic. Aber die war in der Box oder so drin, glaube ich. Und dann hatte ich hier nochmal so ein Pröbchen. Die ist auch leer gegangen. Und ich sehe mega viel Zahnpasta haben wir hier. Dann nochmal die Blender Mate Lux. 3D White Lux.
Und dann noch einmal die kleine Bio-Repair, auch mal ein Pröbchen. Ich muss sagen, Bio-Repair, ja, totaler Humbug irgendwie. Soll ja den, also künstlichen Zahnschmelz praktisch, ich weiß nicht, abgeben. Also auf jeden Fall den Zahnschmelz aufbauen. Kostet, glaube ich, knapp 5 Euro und niemals würde ich für eine Zahnpasta 5 Euro ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen, zumal die voll neutral geschmeckt hat so und überhaupt kein frische Gefühl im Mund macht, also nö. Ja, die werde ich auch nicht nachkaufen, da hatte ich mal, als sie rauskam, war das so eine, die so richtig samtig weich war, also so total anders als normale, aber da habe ich die falsche Variante gegriffen. Ich glaube, es gibt noch eine andere Sorte von dieser 3D White Lux, da werde ich jetzt mal als nächstes nachschauen. Und die fand ich so mit am besten, ja, würde ich auch nachkaufen, aber ich denke, wir werden uns erstmal wieder durch andere testen, die wir vorher noch nicht hatten, einfach um Abwechslung reinzubringen. Und ja, letzten Endes putzt man halt ja schon oft Zähne und ich finde, dann braucht man nicht von Beauty Repair 5 Euro eine kaufen. Also, ich weiß nicht, oder wie seht ihr das? Ich glaube da sowieso nicht dran, also, naja. Dann habe ich noch, meine Nase juckt, Leute, was ist da los? Habe ich noch, hier so ein Ebelin-Bürstchen, was schon total verranzt ist und voller Farbe. Und ja, ich werde mir da ein neues einfach von holen für die Augenbrauen. Und dann habe ich noch gesehen, sind jetzt zwei Augenbrauenstifte drin von Catrice. Da habe ich einmal die 020 Date with Ashton, für alle, die immer nachfragen. Das ist praktisch die Farbe, die ich immer auf meinen Augenbrauen auftrage. Mit dem Stift male ich die freie Hand. Ja, da hat man hier halt, das finde ich ganz wichtig, noch so ein... So, ich musste nochmal unterbrechen, da ja, der Akku natürlich auch noch leer ging. Wie soll das anders sein? Ich musste ihn jetzt ein bisschen laden lassen und auch mal ein paar Daten auf meiner Speicherkarte löschen, weil irgendwie löschen sich die Sachen nicht von alleine. Normalerweise konnte ich die bei meiner alten Kamera die Videos immer auf den PC laden und dann konnte ich die Sachen gleich löschen. Die wurden dann von der Kamera gelöscht. Bei der ist das aber nicht so, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Und deswegen ist sie wahrscheinlich von... ja, angehalten. Aber ja, ein paar Kleinigkeiten habe ich noch. Natürlich nicht mehr viele, aber der Akku musste vorher alle gehen. Deswegen, ja, habe ich gedacht, warte ich noch aber und zeige euch das noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon gezeigt hatte. Ich glaube nicht. Die 1-Minute-Soforthilfe-Kur Pfirsich Kokos, auch von Balea, wo ich auch das Shampoo euch so gezeigt habe. Ja, und ich muss sagen, bevor ich mir die von Swiss Opal nachkaufen würde, würde ich mir die kaufen und die kostet, glaube ich, auch, also genauso viel, auch 65 Cent. Und ja, die liebe ich über alles und kann sie wirklich jedem ans Herz legen. So, dann habe ich noch zwei kleine, beziehungsweise drei kleine Pröbchen. Und zwar einmal von Sebamed das Intimwaschgel. Sowas benutze ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen, da ich halt auch eine Zeit lang sehr empfindlich für Blasenentzündung war, was sich aber inzwischen gelegt hat. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt an sowas liegt und an dem Zink, was ich nehme. Ich gehe mal stark davon aus. Aber ja, für, das steht auch für tägliche Pflege für die junge Frau. Und ja, viele Frauenärzte raten davon ab. Ich finde es ehrlich gesagt gut. Ich meine, waschen muss man sich so oder so. Und bevor man sich dann da Shampoo oder Duschgel, ne, so hinschmiert, denke ich mir, ist das dann doch ein Ticken besser. Und ja, dann habe ich noch von Maybelline den Eye Make-up Remover. Den würde ich mir auch nicht nachkaufen. Preis-Leistung, finde ich, stimmt da nicht. Und wie gesagt, schwöre ich auf das Micellenwasser von Garnier. Und dann noch was Kleines zum Testen. Und zwar habe ich die Kinder M. Eukal Gummi Drops sehr für mich entdeckt, muss ich sagen. Das ist nicht die einzige Packung, die ich gemuffelt habe, aber ich habe jetzt eine stellvertretend hier drin. Normalerweise ist das halt eine größere Tüte und ja, die erinnert mich sehr an meine Kindheit. Also viele werden die wahrscheinlich auch kennen. Mama hat mir damals immer die Lollis und die Bonbons gekauft, wenn ich krank war, gab es immer. Das war ja Tradition. Und jetzt gibt es die halt so als Art Gummibärchen und ich finde die richtig, richtig lecker. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch im Groß nachkaufen und dann ins Auto tun. Ja, dann habe ich noch abgenutzt in dem Sinne die Studio Nails Essence Nagelfeile. Die kann auch weg. Genau, würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ich habe auch noch welche da und ich benutze die eigentlich nur für meine Fußnägel, weil ich halt Acrylnägel habe und demnach ja, brauche ich die auch nicht so oft. Dann ist noch leer gegangen, beziehungsweise auch wieder aufgebraucht von dem Hydro Silk Wilkinson Rasierer. So eine ja, Rasierklinge, einfach ein Ersatz, habe ich jetzt mal hier mit reingeschmissen. Und zu guter Letzt noch die Beauty Effect Tagescreme von Balea.
Ja, ich muss sagen, die fand ich sehr, sehr gut. Die kostet, glaube ich, 5,95. Also die ist ratzeputze leer. Kostet 5,95, was für Balea-Verhältnisse schon relativ teuer ist, wie ich damals fand und auch jetzt noch. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich sie getestet habe, ist sie das Geld auf jeden Fall wert. Das ist jetzt diese Reihe mit Hyaluronsäure. Also dieser Aufpolstereffekt soll die ganze Reihe mit sich bringen. Oder diesen Aufpilzeffekt, genau. Da gibt es hier noch sämtliche andere Sachen, also diesen Hyaluron-Booster, die Nachtcreme, die Augen- und Lippencreme, die habe ich auch. Die finde ich auch toll, weil die sehr schnell einzieht in so einen Pumpspender. Ja, und ich finde, die macht wirklich so ein pralleres Hautgefühl. Also die Haut fühlt sich richtig reichhaltig gepflegt an, sieht toll aus, sie riecht toll, sehr angenehm. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich jetzt nicht noch... ja, einigermaßen Creme da hätte, kann ich euch wirklich empfehlen. Und wenn ich die nachkaufen werde, irgendwann werde ich mir auch passend dann die Nachtpflege dazu holen. Und ja, die Augenpflege habe ich noch, damit kommt man auch ewig hin. Also zumal ich die nicht jeden Tag benutze, weil die Zeit, das ist ja morgens immer so ein Kriterium. Ja, dass man dann nicht immer sich die Zeit morgens auch nimmt, dann alles fein einzuarbeiten. Und da soll es ja sowieso schnell gehen, am besten so wenig Produkte wie möglich. Aber das kennt ihr. Genau, so, das war jetzt praktisch der Rest aus diesem Beauty-Aufgebraucht-Körbchen. Und ja, ich finde, das ist sehr, sehr viel. Also ich bin selber zum Teil schockiert, wie viel es ist. Aber andererseits bin ich froh, da ja, das einfach weniger wird, ich jetzt viel aufgebraucht habe. Und es geht noch weiter, der Aufbrauchmarathon soll noch weitergehen. Ich möchte echt mal ordentlich Sachen leer machen, bin immer noch am Aus- und Umsortieren. Und ja, ich würde sagen, lasst mir gerne eure Kommentare da. Ich lese mir alles durch und versuche auch jetzt bald wieder darauf zu antworten. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht inspirieren, war der ein oder andere Tipp für euch dabei. Und ansonsten, wenn euch das jetzt noch nicht gelangt hat, dann dürft ihr gerne in meinem nächsten Video auch vorbeischauen. Das wird dann das Aufgebraucht-Video der Haushaltsprodukte sein für alle Putzfeen unter uns. Und ja, ich freue mich, dass ihr das Video geschaut habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten freue ich mich einfach von euch zu lesen und bis dann. Ciao.